Ja. Ich würde sagen, ich bleib dabei. Bei dem Ziel, weil ich glaube, ich lasse mich echt viel zu sehr ablenken. Mach einfach alle Quests in der Nähe und dann kann man, glaube ich, echt nicht mehr nachvollziehen, was jetzt ja von den Storys her Sinn macht. Hören zum Berggipfel. Dementsprechend würde ich jetzt ganz gerne mal so weiter behalten, dass wir jetzt der Storyline folgen und gucken, was mit der Tomoe so ist. LOL. Na, da haben wir ohne Fuchs den Schrein gefunden. Ja, wer ist ein guter Fuchs? Das sind doch immer so knuffige Momente. Oh, Kacke. Ich dachte, ich könnte mich so ein bisschen rüberschwingen. Aber scheinbar nicht. Ja, ist ja gut, Blitz. Das Phantom der Yarikawas. Das Phantom von Yarikawas Rache. Machen wir später. Das Einzige, was ich mich jetzt noch... von... ablenken lassen, ist von sowas. Oh. Na, dann komm her, du Lümmel. So, hau ab, Pferdchen. So, mal gucken, ob die irgendwas dabei haben. Nein. Also, mein Husten wird deutlich weniger. Aber wenn... dann ist er doch so schlimm. Oh!
Ja. Ich höre noch ein paar Pferdchen. Techniken. Ablenkung bin ich auch eh nicht gut genug. Wind der Erscheinung, ausweichen. Kampfhaltung. Keine Ahnung. Ich glaube, ich sollte die Kampfhaltung mal ein bisschen ausbauen. Vielleicht ist das ja mein Fehler. Ich wollte schon sagen, ich habe Pferdchen zum Abschlachten, aber A, bringen die uns nichts. Und zweitens sind die Damen halt hier schon Pferdchenfreunde. Wie schaut's eigentlich aus, Yuna? Die hat doch Final Fantasy Crystal Chronicles ganz gut gefallen. Das Remake auf der Switch. Meine Frage dazu ist, ob du dir das schon geholt hast. Oder ob du es planst, dir zu holen. Dann könnten wir das zumindest mal. Könnte ich das mit dir zumindest zusammenspielen? Ich will zwar nichts sagen. Aua! Ich betrete ein Gebiet mit überwältigender Gegnerpräsenz. Jetzt mal im Ernst. Geht denn da ab? Yo! Man kann es mit Pfeilen übertreiben, leck mich. Tschüss. Nope. Überwältigend war schon der richtige Ausdruck. Ich hoffe nur, ich habe nichts getriggert. Das war ein bisschen zu viel. Scheint noch AFK zu sein. Ich habe ein Dorf betreten, das sieht verlassen aus.
Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ja, ist ja gut, Leute. Ich bin doch schon längst weg. Ich kann durch die Gegend laufen und Flöte spielen. Sind es einfach nur verlassene Hütten? Oder kann man hier sowas wie einen Hinterhalt planen? Bin ich mal gespannt. Nee, auf jeden Fall schönes Spiel. Bis jetzt gefällt mir sehr gut. Welche wird... Mich würde nur mal interessieren, was der Ichikawa mit der Tomoe angefangen hat oder was er mit ihr gemacht hat. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen... dass sie einfach so ihn so verrät. So, und nu? Das hat mir jetzt was gebracht. Sieht schon cool aus, da diese verschiedenen Bambusfelder, wo du einfach durchgehen kannst. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, als ich da schon reingegangen bin. Hier ist irgendwo ein Ausbildungslager von Tomoe. Sollte ich hier vielleicht ein bisschen vorsichtig sein? Das sind aber keine Feinde. Ah, der Geist! Tötet mich nicht! Was ist hier los? Nehmt euch, was ihr wollt. Was? Ich bin kein Dieb. Ja, jeder weiß, dass ihr Karawanen angreift. Der Geist und der Dämonen-Sensei. Sensei Ishikawa? Das ist eine Lüge. Ich hab euch selbst gehört. Uns gehört? Wann? Nicht lange her. Ihr seid die Straße hoch wie hungrige Wölfe. Der Geist und der Dämonen-Sensei. Interessant. Warum wird Sensei Ishikawa und mir ein Überfall vorgeworfen? Ich muss nach Norden, den Verantwortlichen finden. Okay, jetzt wird's interessant. Muss ich ganz ehrlich sagen... Warum? So, erstmal die Beine hochlegen. Oh, schön. So. Ich meine, entspannt hinsetzen hier. Mikrofon ein bisschen nach unten machen. Super.
warum wird uns hervorgeworfen, dass wir Dämonen sind? Das würde mich mal interessieren. Ja. Wo ist denn die Kamerasteuerung? Das habe ich schon mal gesagt, ne? Ich liebe das an Capture Cards. Du kannst ganz einfach irgendwas am PC machen. Ohne das Spiel zu unterbrechen, ohne rauszutabben. Oder. Und es ist einfach herrlich und es unterbricht gar nichts. Und keine Leistung, keine Musik, das Spiel wird nicht pausiert, es wird nicht rausgetappt oder so. Ah, es ist einfach wunderbar. Irgendwie brauche ich ein Handtuch oder so. Handtuch vor meinem Schreibtisch schneidet mir gerade so ein bisschen ins Knie. So. Für die Eltern da draußen, wenn ihr seht, wie ich vor meinem Schreibtisch rumlümmel, wie so ein Schluck Wasser, ihr würdet mich hätscheln. Schimpfen. Wie kann man nur so vorm Schreibtisch sitzen? Das macht man nicht. Setz dich anständig hin. Gern geschehen, Sensei. Ich glaube, wir merken auch, also unsere Spielfigur selbst merkt auch manchmal, dass mit dem irgendwas nicht stimmen kann. Bei aller Liebe. Ihr seid der Geist. Irgendwas kann da nicht stimmen. Ein Überfall auf seine Karawane. Viele Angriffe derzeit. Die Leute sagen, ihr stehlt Vorräte oder kämpft für die Mongolen. Ruht euch aus. Ich bespreche das mit Fürst Sakai. Tomoe steckt dahinter. Sie sät Paranoia und Furcht. Greift Karawanen an, beschuldigt uns. Ich erreichte seine Gruppe zu spät, rettete ihn, aber nicht die anderen. Wo war der Überfall? Nicht weit. Wieso? Wir finden die Stelle und verfolgen die Spuren von Tomoes Gruppe. Ich bin mir da nicht so sicher. Sinn. Was ist? Nichts. Sie macht mich rastlos. Wir setzen dem ein Ende. Ruht euch aus. Esst, was ich euch gab. Und wartet ein wenig, bevor ihr aufbrecht. Danke, Sensei. Zeigt mir den Ort des Überfalls. Wie habt ihr mich gefunden? Jemand hörte, dass ein Konvoi verfolgt wird. Wegen Tomoe werden die Straßen gemieden. Als ich hörte, dass ein Händler eine Lieferung wagt, bin ich ihm gefolgt. Warum greift Tomoe Lieferungen der Präfektur Kushi an? Das hat keinen strategischen Wert. Nein. Der Kushidera-Tempel inspiriert die Menschen. Vielleicht wollen die Mongolen die Moral hier brechen. Ihr klingt nicht überzeugt. Es ist einer der Gründe. Nicht alle. Tomoe hat alles verraten, was ich sie lehrte. Anschließend mich.
und danach ihr Land. Ich werde sie bis zum Horizont verfolgen. Ich bin jetzt... Ich habe jetzt keine so hochauflösende Kamera. Da ist der Konvoi. Und noch mehr Opfer Tomois. Aber... Mal sehen, was wir herausfinden. Ich habe eine ganz komische Frage. Es ist eine Warnung an die Einwohner Kushis. Von Zeichen. Tomoe. Von Fürst Sakai und Sensei Ishikawa. Niemand darf auf diesen Straßen reisen. Sonst droht der Tod. Plump, aber effektiv. Sie sind die Straße entlang. Und wir finden sie. Alle sind tot. Japanische und mongolische Pfeile? Natürlich. Tomoe und ihre Männer werden nie wieder jemanden in dieser Präfektur überfallen. Kommt. Also ich habe Fragen. Schnell! Steigt hier ab! Ich bin nämlich langsam am Glauben. Schnell. Keine Zeit zum Auskundschaften. Wer stürmt hier mit halboffenem Hakama los? Ich habe so das Gefühl, dass der das vielleicht macht. Warum ist sie alleine hier? Ich schneide sie los. Hier drüben! Bald seid ihr frei. Oh nein! Nein, bitte! Nein! Wir wollen helfen. Sie sagte... Tomoe, was sagte sie? Sie sagte, ich dürfe leben, bis der Samurai kommt. Es war so klar. Deine Pfeile sind schwach, alter Mann. Scheiße. Tomoe hat uns eine Falle gestellt und wir sind hineingetappt. Ich sprach mit ihr vor 2 Tagen. Tomoe? Der Gefangenen. Sie erzählte von einer Japanerin, die bei den Mongolen war. Ich bat sie, ihr Lager ausfindig zu machen und mir zu berichten. Was habt ihr? Es hätte auch anders laufen können. Es hätte auch selber machen können. Wir könnten jetzt vor Tomoes Leichnam stehen. Ihr erklärt, was einen Krieger ausmacht, wie Tomoe das unterläuft. Doch ihr seid genau wie sie. Ihr erwartet, dass wir perfekt sind. Nein, nur besser. Ich, Masako Adachi. Doch nur ein Kind erwartet Perfektion von Älteren. Vollendet den Gedanken, Sensei. Wir alle tragen Waffen. Wir alle wählen zwischen Leben und Tod. Und ihr fühlt euch zu wohl mit dieser Macht. Würde ich das nicht, wäre ich tot. Ebenso wie ihr, Geist. Nicht jeder ist ein Samurai. Doch wir sind alle Mörder. Ich habe das Gefühl, dass der hinter... Wir müssen uns noch um ein Lager in Ozuna kümmern. Ich habe das Gefühl, dass der Dreck am Stecken.
der Dreck am Stecken hat. Wo muss ich jetzt als nächstes hin? Masako? Ja, ich würde gerne weiter mit Tomoe rumlaufen. Ich würde gerne wissen, was da los ist. Ich finde es schade, dass ich jetzt gezwungen werde, was anderes zu machen. Aber sieht für mich so aus, als könnte ich hier nichts mehr weiteres machen. Doch, hier. Sora, komm her. Gib mir mal Stoff. Yo! Entschuldigung! Ich hätte gedacht, den Sprung schaffst. Entschuldige, Jona. Ich habe unserem Pferdchen wehgetan. Das wollte ich jetzt nicht zwingend. Ganz viele Bambusstände, aber ich finde kein Bambusholz. Komme ich denn da jetzt runter? Also ich will da jetzt schon runter, aber ich will da jetzt nicht runterspringen. Vielleicht bremst das Pferd ja meinen Aufprall. Sind das böse? Ja. Oh, fuck. Entschuldige, Pferd. Ja, also die Pferdchen wollte ich jetzt nicht platt machen. Wo ist denn jetzt eigentlich meins? Sora, wo bist du dann? Hm? Mäuschen. Ist das eigentlich ein Hengst oder ist das eine Stute? Ich kann sie jetzt nicht erkennen. Muss man gleich nochmal Pipi machen. Die Cola lässt mich strullen. Auf geht's. Die Gegenden hier und die Landschaften sind einfach wunderschön. Befreie Kispe, mongolisches Gebiet. Ja, eins nach dem anderen. Ich mache jetzt erstmal hier das fertig, okay?
Ich habe hier doch was glitzern sehen. Naja. Verdienst das Allerbeste. Ich glaube, der mag sein Pferd. Aber er hat recht. Wo stelle ich das denn am besten ab? Ich meine, wir können es überall stehen, das ist nicht das Problem. Fand ich bei Witcher auch immer ein bisschen schwierig. Seid ihr Fürst Sakai? Ja. Wer bin ich? Das bin ich. Sensei Ishikawa wartet drinnen auf euch. Was ist los? Warum? Okay. Ein armes Pferdchen. Ich will jetzt eigentlich nicht so viele Vor... Ich finde es immer so ein bisschen schade, durchzulaufen und die Vorräte zu nehmen, weil ich das eigentlich nicht in Ordnung finde. YouTube, wir machen den Part heute mal ein bisschen kürzer. Sollte schicken, ey, ich muss nochmal auf Toilette. Dringend Pipi machen.